Ein Mann ging zum Bahnhof und schaute auf seine Uhr. Aus der Ferne kam eine Dampflok und fuhr an ihm vorbei. Die Treibstangen kamen zur Ruhe und der Zug hielt. Der Mann stieg ein, holte seinen Laptop aus der Tasche und fing an zu arbeiten. Als der Akku leer war und der Mann ihn aufladen wollte, bemerkte er, dass es hier keine Steckdose gab. Er suchte und suchte, gab schließlich auf und schlief ein. Plötzlich ruckte der Zug. Der Mann erwachte und fand sich in der Diesellok wieder. Er suchte auch hier erfolglos eine Steckdose und schlief wieder ein. Der Zug ruckt wieder und der Mann erwachte plötzlich in einer elektrischen Bahn. Er suchte wieder erfolglos nach einer Steckdose und schlief erneut ein. Ein Zugbegleiter weckte den Mann, fragte nach seiner Fahrkarte. Ihre Fahrkarte bitte? Der Mann erwachte jetzt in einem ICE, der rasend schnell fuhr. Er fand gleich eine Steckdose, konnte den Laptop wieder anschalten und zeigte dem Zugbegleiter seine Online-Buchung. Dann hielt der ICE an und der Mann stieg aus.